Ja, hallo Guys, guten Morgen. Gestern ist mir spät am Abend noch ein Video sozusagen vorgeschlagen worden von YouTube und ja, ein Kanal, den ich schon seit längerer Zeit abonniert habe. Und da gab es ein Q&A und zwar ist es der Kanal von Dr. Elsässer, ein Value Investor. Und wir schauen da mal kurz rein, weil das ist nämlich eine sehr interessante Frage, die er dort beantwortet hat. Vielen Dank für die Frage erstmal. Er schreibt, dass ja viele sehr populäre Populisten über 1929, dem großen Crash, schreiben und sprechen und dass nach dem Kurssturz 1929 es ja 25 Jahre gebraucht hat, bis man wieder zu alten Höchstkursen kam bei den Aktien. Also die Ja, mehr will ich jetzt da nicht rausholen aus dem Video. Wenn ihr euch sozusagen, wenn ihr da weiterschauen wollt, dann klickt einfach auf den Link hier unter diesem Video. Dann könnt ihr euch das ganze Video, die ganze Q&A hier reinziehen vom Dr. Elsässer, 23 Minuten. Der eigentliche Grund, warum ich hier dieses Video mache, beziehungsweise diese Review oder dieses Hinweisvideo auf dieses Video ist, weil wie gesagt, der besagte Value Investor eben hier, Dr. Elsässer, die meiste Zeit auf seinem Kanal, den ich schon seit längerer Zeit abonniert hatte, auf den bin ich gestoßen über ja, Mission Money war das, glaube ich, damals. Das Finanzquartett oder so ähnlich. Und ja, es gab in der Regel immer nur so kurze 1 bis 2 Minuten Videos auf dem Kanal von Dr. Elsässer. Ich glaube, der Kanal heißt, wie heißt der denn eigentlich? Markus Elsässer. Ja, okay. Und dieses ist so einer der ersten, zumindest einer der ersten längeren Videos, die ich so gesehen habe und mit, ja, wie gesagt, sehr guten Frage-Antworten, Q&As. Also hier geht es so wirklich darum, dass man auch ein bisschen die Blickwinkel verändert, denn meistens sind ja diejenigen, die so, sagen wir mal, etwas, was soll ich jetzt sagen, die halt die Dinge, sagen wir mal, etwas schwärzer sehen oder mit einer etwas, wie soll ich sagen, Worst Case, also es gibt ja immer so diese drei verschiedenen Sachen, ja, also die drei verschiedenen Levels. Also es gibt diejenigen, die sind immer optimistisch, ja, egal was passiert, da könnte sogar irgendwie ein Krieg ausbrechen, dann wären die immer noch optimistisch. Und dann gibt es eben das Mittelfeld und dann gibt es halt die Pessimisten, ja, und viele in einer Krise wie jetzt kann man halt so diese Superoptimisten werden dann nicht mehr so ernst genommen. Die hatten halt sozusagen ihre Hochkonjunktur die letzten 10 Jahre in dem Bullenmarkt. Die Pessimisten kriegen halt sehr, wie soll ich sagen, jetzt momentan verstärkten Rückenwind natürlich. Also ich will das böse Wort Propheten nicht nehmen, aber Pessimisten kriegen halt, sagen wir mal, ja, sehr viel. Das ist ja auch völlig logisch, ne? Und aber so das Mittelfeld, die sozusagen sehr rational, sehr, wie soll ich sagen, ja, möglichst objektiv sozusagen die Dinge sehen und das Ganze in Perspektive setzen, ja, Chance, Risiko und so weiter und alles. Ja, ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich sagen will. Also so diese eher neutral, also emotional vielleicht neutraler. Ja, so kennt man es beziffern. Ja, emotional neutral, Neutralisten. ist ganz klar, ne? Weil jedes Video, jede Kommunikation, jedes Medium, ja, sei es auf YouTube oder sonst irgendwo, wird letztendlich durch Emotionen gehypt. Ja, also das letztendlich landen wir immer wieder im Vertrieb und Marketing. Ja, also alles, was es gibt, alles, was ein Mensch konsumiert, sieht, wahrnimmt, liked, klickt, abonniert, ist natürlich letztendlich emotionsgetrieben. Ja, du kaufst dir Nike-Schuhe, Adidas-Schuhe, weil gewisse Emotionen über langjährige Werbung bei dir eben ausgelöst werden, wenn du diesen Nike-Schuh in der Hand hältst. Nicht, weil dieser Nike-Schuh
besteht genauso aus Gummi und Plastik wie irgendein anderer No-Name-Schuh. Ja, also das Prinzip dahinter. Und das ist natürlich viel, viel einfacher zu bewerkstelligen, wenn du, sagen wir mal, ein Pessimist bist. Ja, oder auch Optimist. Also, weil da eben viel mehr Emotionen, wie soll ich sagen. Was aber natürlich genau beim Thema Börse, was letztendlich eher diese emotionale Neutralität eigentlich, wie soll ich sagen, sinnvoller ist oder ja, weil man ja die Dinge möglichst objektiv sehen sollte und Emotionen hier eigentlich sozusagen die Wahrheit, also nicht die Wahrheit, Wahrheit kennt auch wieder niemand so richtig, ne? Also Wahrheit ist auch wieder so ein Wort, aber eigentlich die Facts, die Fakten, ja, immer sehr gerne verzerrt. Ja, Emotionen verzerren die Fakten. Ja, man kennt das zum Beispiel aus dem Ehestreit. Ja, wenn die Ho Emotionen hochkochen, dann ist plötzlich alles ein bisschen anders, als wie wenn man sich eben sachlich unterhält. Und all diese Faktoren spielen hier auch mit rein. Und ich würde mal sagen, dass, was ist denn jetzt passiert? Ja, uses technical cookies. Ja, okay, accept. Also ich habe hier diesen Yandex Browser installiert. Der nervt ein bisschen. Okay. Ja, das muss ich rausschneiden. Okay, ja, egal. Was wollte ich jetzt nochmal sagen, Mann? Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Moment, ich muss mich mal kurz schneuzen. Das ist jetzt keine Erkältung, ja. Das habe ich jeden Frühling. Ja, nur zur Info. Die Leute auf der Straße machen immer schon einen riesen Bogen um mich, wenn ich mal niese, aber das sind Heuschnupfen, ja. Nichts weiter. Okay. So, jetzt wollte ich wieder zurück zum Thema. Ah. Ja. Schaut euch einfach mal das Video an und ja, ich finde halt, dass natürlich jetzt durch so längere Videos, die auch sehr, sehr. Zum Beispiel, wie er das auch erklärt von 1929. Ne? Also jeden anderen, den man über 1929 reden hört, ja, das war der Jahrhundertcrash und da-di-da. Ne? Und er setzt es eben in Perspektive, wie gesagt. Er sagt einfach, ja, also zum einen, ja, wie ist es zustande gekommen? Ja, also es hat eben, es war ungefähr so wie das Umfeld von 1999. Ja, also jede Putzfrau hat irgendwie Aktien spekuliert, ja, und auch noch Kredit dafür aufgenommen. Letztendlich genau das Gleiche. Also an 1999 kann ich mich auch noch erinnern. Ja, möchte jetzt nicht weiter eingehen, weil das war sozusagen, da habe ich meine ersten richtig krassen mentalen Schäden erlitten. Ja, ich und meine Eltern. Mit der Telekom-Aktie, aber egal. Okay, also, und da sind wir so verarscht worden. Okay, dann, ja, schaut euch das einfach an. Hier unten ist der Link und also nur ganz kurz abschließend. Ich finde halt, also, wenn natürlich jetzt, also ich würde mal sagen, also, das sind jetzt mittlerweile, seine Abonnentenzahlen haben sich auch verdoppelt, fast, glaube ich, verdreifacht in den letzten 6 Monaten. Und wenn ihr natürlich jetzt halt hier auf dem Kanal rein von der Marketingperspektive, ja, und natürlich diese guten, wirklich guten Inhalte hier immer wieder sozusagen auch in folgenden Videos mit reingespielt werden und auch die Videos etwas länger sind, sagen wir mal so zwischen 10 und 20 Minuten oder einfach wie viele Minuten ist eigentlich egal, aber länger wie 2 Minuten. Das mag natürlich auch dann der Google-Algorithmus und so weiter. Und das könnte natürlich diesen Kanal mal ganz eben auf 10.000 Abonnenten oder vielleicht sogar 20.000 innerhalb der nächsten paar Wochen oder Monate katapultieren. Ja, das ist sozusagen ein weiterer Kanal mit sehr viel Potenzial und ihr könnt euch jetzt immer selber reinziehen, indem ihr den halt dann auch abonniert und mir vielleicht auch eure Meinung zu den Meinungen von Dr. Elsässer vielleicht auch mal mitteilt oder in die Kommentare schreibt, wenn ihr das wollt. Denn ich finde, dass man hier auf jeden Fall nochmal so eine Art Gegenpol hat zu den Optimisten und Pessimisten.
So ein gutes, neutrales, emotional neutrales Mittelfeld sozusagen hier bezeichnen könnte und an was man hier Informationen und so weiter bekommt. Und ja, es wurde in diesem Video natürlich auch betont, dass das Cash in so Krisenphasen King ist. Also Cash is everything, ja. Also wenn du halt, wenn dein Cashflow in Gefahr ist, ja, ist es viel, viel schlimmer in der Krisen, wo es halt einfach weniger Jobs gibt, weniger Business fließt, weniger Geld ausgegeben wird, weniger Budgets, Kurzarbeit, also wo eben alles weniger ist. Und wenn du dann auch weniger bekommst, sozusagen in deinem persönlichen ökonomischen Haushalt und Cashflow, dann ist das natürlich eine Sache, die ein absoluter Schlüsselfaktor ist für die nächsten 15 Jahre deiner Vermögensbildung. Ja? Und das wird hier in diesem Video auch nochmal bestätigt. Das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Das heißt, ich habe es schon immer so gemacht, dass ich meine Kosten möglichst niedrig halte und um eben Marge, Cashflow und so weiter möglichst hoch zu halten. Und das gilt nach wie vor, um dann letztendlich ja, nicht nur Liquidität zu haben, um einfach seine laufenden Kosten und alles, sein operatives Geschäft, egal was du machst, ja. Selbst beim Aldi Essen einkaufen, ja, gehört dazu. Genauso wie wenn du 5 Mitarbeiter hast. Also es ist egal, was du machst, es ist wirklich entscheidend, dass du niemals in die Bredouille kommst, irgendwas in der Deflationsphase irgendwelche Sachgüter verkaufen zu müssen. Ja? Egal, ob das Immobilien sind oder Aktien oder sonst was. Weil du dann genau das Gegenteil von dem tust, was du eigentlich tun solltest. Ja, und das habe ich leider auch schon gehabt. Ja. Und so baust du natürlich langjährig kein Vermögen auf. Ne? Also die Ratschläge, die hier sind, wenn du noch jünger bist, da, dann, und diese Fehler vermeidest, fleißig bist, sparst, flexibel bist, dann, wie der Investmentbank immer sagt, ne, dann kannst du eigentlich gar nicht Millionär werden. Ja? Also spätestens nach 20 Jahren hast du dann auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie eine Million. Was hier auch noch sehr, sehr gut beschrieben wird, ist, als ich in den 90er Jahren, als ich auch noch Sparpläne hatte und so weiter, mit 5% auf 5 Jahre feste Zinsen. Man musste damals halt das Geld blockieren bei der Bank. Das kennt man, das gibt es heute gar nicht mehr. Ja? Also man durfte quasi, man musste ein Versprechen abgeben, einen Vertrag machen, dass man an sein Geld 5 Jahre nicht rangeht und dann hat man dafür eben ein paar Prozent mehr Zinsen bekommen, also teilweise über 5%. Damals war wahrscheinlich auch die Inflation höher, aber auf jeden Fall, wir hatten noch die Deutschmark, aber auf jeden Fall ist es in der Tat so, ne? Also wenn du damals zum Beispiel einen Job hattest, wo du 5.000 Euro verdienst, dann konntest du dir alles kaufen, was du brauchst, ja? Was sind heute noch 5.000 Euro? Ja, also in einer Stadt wie München gar nichts mehr. Ja. Auch das wird hier kurz angesprochen. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder sage. Diejenigen, die sagen, ah ja, die letzten 20 Jahre, wir hatten mit dem Euro eine deflationäre Phase und so weiter. Ja, super. Ne? Aber mit der Einführung des Euro hat man mal kurz eine inflationäre Phase von 100% oder von 50%, egal wie rum du es halt rechnest. Ja. In dem einfach nur noch 1 Euro 2 Mark waren. Und, ja, und du hast aber nur für 1 Mark 1 Euro bekommen. Das ist super, dass dann danach 20 Jahre Deflation oder minimalste Inflation sind. Ja, toll. Ja, also das sind auch so ein paar Sachen, die hier angesprochen werden, die man sich immer wieder mal vor Augen halten müssen. Auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen jünger sind. Und so um die 2000er-Wende, ja, vielleicht noch in den Windeln lagen. Den kann man nämlich sehr gut erzählen. Naja, alles war jetzt Deflation. Ja, aber dann frag mal deine Eltern, ja, wie das damals war. Ja, wie viel weniger plötzlich dann ihr Geld wert war, als sie die deutschen Mark in Euro umtauschen mussten.
Ja, also ob sich da die Preise auch entsprechend angeglichen hatten oder ob der Euro jetzt, ob der Kaffee to go jetzt plötzlich anstelle von 2 Mark 2 Euro kostete, du aber für 2 Mark nur 1 Euro bekommen hast. Ja, also das ist halt auch was, was leider allzu oft in Vergessenheit gerät, besonders bei den jüngeren Generationen und die uns einfach den Bären aufbinden wollen. Oh, wir hatten in den letzten Jahren ganz, ganz wenig Inflation. Also da gehen bei mir echt die Mittelfinger hoch, ja. Also mit so einem Bullshit, der teilweise verzapft wird da draußen. Wie gesagt, wird hier auch in dem Video nochmal bestätigt, ja, von einem sehr angesehenen, eben entsprechend Profi, Investor und ja, weil ich ja manchmal nicht so gesehen werde, sondern als Hobbymensch oder irgendwas. Aber auf jeden Fall wird es hier auch nochmal bestätigt, ja. Also, ganz, ganz wichtige Punkte, alles in diesem einen einzigen Video. Hier unten seht ihr nochmal auch, könnt ihr auch googeln, meinetwegen. Ihr müsst auch nicht den Link unter diesem Video benutzen. Dann wollte ich mich verabschieden ja, von diesem Video. Und natürlich hat das Ganze auch einen Sinn und Zweck, ne? Also, der Herr hat natürlich einen eigenen Fonds. Und wer sowieso in Fonds investieren möchte, ja, warum nicht sich auch mal den Fonds anschauen, ja? Ich bin ja kein Fondsmensch, weil für mich ja auch wenn ich an Fonds denke, dann muss ich immer an den DK-Fonds von der Sparkasse denken und an diese ja, eher idiotischen Berater dort, ja? Und von daher ist es für mich irgendwie ein Fremdwort geworden, ja. Okay, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch ja, alles Beste, ne? Einen schönen Sonntag noch, falls ihr dieses Video auch am Sonntag anschauen solltet. Und halt die Ohren steif und wie auch in diesem Video abschließend gesagt wird, ja, einfach sich sozusagen Kopf hoch, ja, Kopf hoch. Bis dann, ciao.